So, guten Morgen, liebe Sondengänger und Angler, sage ich heute mal, weil wir haben hier einen schönen Campingplatz direkt am Wasser. Mein Bruder wird hier angeln, gibt auch ein bisschen Angelvideos und ich würde hier oben einfach mal ein bisschen sondeln gehen. Ich habe auch die Erlaubnis vom Besitzer, ich habe da angerufen und gefragt, ob ich mal suchen kann. Hat er gleich gefragt, ja, nach was suchen Sie denn? Habe ich gesagt, nach Münzen. Und ja, aber mit den Löchern, hat er gemeint, habe ich gesagt, ja, Löcher sind ein Problem, gell? Sagt, ja, weil hier Hochwasserzone ist und sonst wird hier alles weggeschwemmt, was nicht fest ist. Und ja, habe ich gemeint, kein Problem, ich suche mit einem Schraubendreher und ich habe so einen Mini-Detektor noch dabei, also mein Pinpointer. Und tiefer als 6 cm, so tiefer will ich sowieso nicht buddeln. Und der schöne Nebeneffekt ist, dass ich ihm ja dann auch noch die ganzen Müll rauswische, die ganzen Kronkorken, die man hier findet, die nehme ich ihn auch noch raus. Hat jemand, ja, kein Problem, hat mir es erlaubt. Jetzt sind wir hier. Jetzt können wir hier wunderbar kombinieren, sondeln und angeln. Mein Bruder sagt dazu Songeln mit G. Und jetzt machen wir uns erstmal hier parat, bisschen gemütlich und dann melde ich mich gleich wieder. Alles klar, bis gleich. So, gerade 10 Sekunden unterwegs, 10 Sekunden etwa, ja. Und direkt erster Treffer, 20 Cent. Hey, fängt ja gut an. Und was ich noch neu habe hier, übrigens von meinem Equipment, ist dieses Messer, dieses japanische Gartenmesser. Extrem scharfe Klingen beidseitig. Ist ein super Teil, Edelstahl, rostfrei und mit der Anzeige, wie ihr seht, also mit einer Skala drauf. Bin mal gespannt, wie ich das bewerte, ob ich da wirklich gut so Grassohlen ausschneiden kann mit. Ja. Mal schauen, aber hier für die flachen Objekte ist das überhaupt kein Problem. Gut, ich schau mal weiter. Bis gleich. So, und im gleichen Loch nochmal drüber geschwenkt und noch 10 Cent. Wunderbar, wenn die Funddichte so hoch ist, brauche ich nicht lange laufen. Habe ich mal Weihnachtsgeld zusammen. Alles klar, weiter geht's. So, nächster Treffer, eine alte Münze, 1960. Ich guck mal, jawohl, 1960, da steht Confederation. Irgendwas. Aber muss mal gucken. Sieht interessant aus. Und noch keine 3 Meter gelaufen. Und 3 Münzen schon. Wunderbar. So kann es weitergehen. Okay, bis gleich. So Leute, gerade ein wunderbares Signal entdeckt. Ja, das ist ein stabiles Signal. Und dann buddel ich das gerade mal aus. Moment bitte. Toll, war nur ein Kronkorken. Passiert. Okay, weiter geht's. So, nächster Treffer. 1 Euro. Kommt so mit so 74 rein, Leitwert circa, und ist sehr laut. Also war auch sehr flach. Ne? Also war jetzt 3 cm oder sowas. Und jetzt habe ich mal den Notchfilter eingeschaltet, weil doch sehr viel Eisenschrott ist und das brummt jeder schwenkt dreimal und dann ist jetzt ein bisschen ruhiger. Das ist auch einfach angenehmer so zu laufen. Okay, ich suche mal ein bisschen weiter. Bis gleich. So, und noch mal 10 Cent hinterher. Wunderbar. Bis gleich. Hey Leute, also habe ich noch nicht gefunden. Mein erster kleiner Hortfund, möchte ich mal so sagen. Direkt 2 Münzen in einem Loch. Direkt nebeneinander, fantastisch. Mal gucken, vielleicht liegen da noch ein paar mehr. Erstmal einsacken hier. Und dann mal mit dem Pinpointer drüber gehen. Mal gucken, ob da was ist. Da ist was. Gucken wir mal. Ups, da auch noch was. Aha.
ist etwas schwierig zu filmen und zu buddeln gleichzeitig. Oh, was ist das? Schade, das ist ein Kronkorken. Aber trotzdem, 60 Cent direkt in einem Loch. Fantastisch. Vielleicht ist hier noch ein bisschen mehr. Okay, bis gleich. So, viel Schrott ausgebuddelt mittlerweile, aber noch mal ein bisschen Geld. Noch mal 5 Cent. Okay, ich gehe noch mal weiter schauen. Bis gleich. So, wunderbar. Wieder ein Euro zum Vorschein gekommen. So kann es weitergehen. Gut, ich schaue mal weiter. Bis gleich. So, bin mal zum Spielplatz rüber gewechselt. Und naja, die nächste Münze. So, wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Gibt jetzt lecker 5 Minuten Terrine. Wasser kommt auch schon gleich. Und da können wir mit frischer Energie, können wir dann gleich weitermachen. Da freue ich mich schon drauf, wenn nicht mal was Warmes, was Heißes. Und Hunger habe ich auch schon. Alles klar, bis gleich. So, direkt an der Oberfläche. 10 Cent. Okay, ich gehe mal weiter. Bis gleich. So, und wieder 20 Cent. Fragt sich mal, wo die Euro-Stücke bleiben hier. Die 1 Euro und die 2 Euro-Stücke. Aber funktioniert ganz gut, ja. Okay, mal gucken, was da noch kommt. Bis gleich. So, nochmal drüber geschwenkt. Und wunderbar, 50 Cent diesmal. Wir steigern uns. Mal gucken, ob hier noch was liegt. Vielleicht hat jemand noch ein bisschen mehr verloren hier. Alles klar, ich guck mal weiter. So, endlich wieder Erfolg. Nochmal 10 Cent. Wir machen uns jetzt gleich vom Acker. Ich suche jetzt noch ein paar Minuten. Und jo, kann man sagen, war ein schöner, erfolgreicher Tag. Hat echt Spaß gemacht, lange draußen gewesen. Mein Bruder hat leider nichts gefangen. Aber ich habe ein paar Münzen gefunden. Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.